Schönen guten Tag, PG Music TV, ein weiterer Spot. Es hat einige Wochen gedauert, bis ich was fand, was sich zu senden lohnt. Und heute habe ich was gefunden. Wir sind wieder mal im Laborstudio, eine andere Perspektive. Wir haben teure, mittelteure und günstige Gitarren für euch ausgebreitet. Und mein wunderbarer Gast, die Kerstin Dietrich, hat sich diesen Platz ausgesucht. Bisher saßen wir immer dort, was wir jetzt nicht zeigen. Ihr müsst halt die anderen Videos gucken, wenn ihr sehen möchtet, was sich dort befindet. Hier haben wir die bezaubernde Kerstin. Hallo. Das ist die Kamera, kannst du auch Hallo sagen? Guck mal, genau, da winkt sie uns. Und die Kerstin ist immer wieder mal hier, um uns neue Plätze zu zeigen im Studio und vor allem, um für uns zu singen. Sie singt nämlich ganz bezaubernd, wunderschön und wenn es sein muss, auch laut. Sogar so laut, dass man kein Kabel ans Mikrofon machen muss, wenn man sie hören soll. Jetzt bist du dran. Kerstin. Ja. Was ist schiefgelaufen? Warum musstest du zu uns kommen? Hast du nichts anderes zu tun? Also schiefgelaufen ist da, glaube ich, mal gar nichts. So, ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier gelandet bin, aber das ist alles genau richtig, weil es wahnsinnig viel Spaß macht und gute und nette Leute, mit denen arbeite ich gern. Zumindest einen sehen wir auch gerade im Bild. Kerstin, was machst du denn im richtigen Leben, wenn du nicht das große Glück hast, hier vor diesen bunten Gitarren zu stehen, in einer Ecke, wo du eigentlich gar nicht hingehörst? Du bist ja kein Mädchen für die Ecke. Also was machst du denn? Nee, für die Ecke nicht. Ich bin wirklich tatsächlich Sängerin. Ja. Mache aber nicht mehr so viel auf der Bühne, sondern jetzt eben im Studio viel. Ich spreche auch im Studio. Was wir gerade hören. Jetzt muss ich irgendwie nicht so lachen, aber gut. Ich fand's total witzig. Genau. Ich mache Werbung, Voice-Over, Hörbücher, Hörspiele. Was war denn so das letzte Hörbuch, das du gehört hast? Nein. Du hast es jetzt gehört, wenn du es gemacht hast, meine ich. Ja, aber ich durfte es leider nicht hören. Wir müssen uns bitte zum Stift drehen. Ja, das Stift verrenkt sich hier nämlich. Der ist zwar sehr beweglich, aber ja. Also das Buch hieß, der ist doch nicht dumm, sondern hochbegabt. War ein Buch geschrieben über uns, oder? Ja, das war ein Buch über Schüler. Also, aber ihr seid ja Schüler des Lebens wahrscheinlich. Andere Schulen hat man zu Ende gebracht, aber das ist ein neues Thema. Ja. Also du machst Hörbücher, du singst, du sprichst. Und ich drehe auch manchmal. Aha, am Rad oder? Auch. Ich drehe auch manchmal. Nein, wirklich ganz peinlich. Filme. Ja, genau. Filme und im Fernsehen halt. Oh, was da so kommt. Wo kann man dich denn sehen? Ich hoffe bald bei München 7. Das ist ein Teil von Heiter bis Tödlich im ARD, ZDF. Wir werden das nochmal sehen, welcher Sender denn imstande ist, das wirklich so zu präsentieren, dass es dir gerecht wird. Ja, das muss ja schon dort irgendwie 20.15 Uhr, Samstagabend. Ist, glaube ich, 19 Uhr. Na gut, das ist ja noch auch fürs jüngere Publikum geeignet. Okay. Ja. War es noch irgendwas, was du unbedingt mal auf einem kaum besuchten YouTube-Kanal sagen wolltest? Nicht so viel, denn das sind ja in der Sendezeit fast. Leute, kauft nicht so viel Plastik. Bitte. Ja. Mehr Glasflaschen und schmeißt nicht so viel weg. Ja. Ja, und wenn ihr wirklich was kaufen wollt, was aus Plastik ist, dann vielleicht unsere alte CD, The Golden Cage, die gibt es in Plastikverpackungen und die neue, die jetzt bald kommt, What a Wonderful World, habe ich schon mal angekündigt, bald ist es soweit, die ist im Tetrapack vielleicht sogar. Ich weiß es nicht genau. Oder in Fliesen oder Fließpapier. Aber die schmeißt man ja nicht weg. Nee, die Hülle auch nicht, weil die ist ja wunderbar. Genau. Ich danke dir sehr. Ich freue mich sehr, dich heute ein bisschen besser kennengelernt zu haben. Wir sehen uns heute zum zweiten Mal. Einmal auf dem Gang, einmal im Flur. Und dann, ja, war es das schon fast. Genau. Und sonst eben bei dieser Seite da. Facebook. Genau. Ja, genau. Facebook könnt ihr auch mal gucken. Patrick Ganster-Music auf Facebook. Da sind solche bezaubernden Mädchen vielleicht nochmal zu sehen. Nie so schön wie diese, aber vielleicht eine sehr nett. Ähnliche. Ja, ich drücke dir jetzt meine leicht feucht gewordene Hand. Ja. Halt doch dich auf. Ich küsse dich ganz vorsichtig. Und so. Ja, das war schön. Weil das ist nicht drauf für den Kuss, oder? Das muss man nochmal. Guck mal, das hat nicht geklappt. Weil ich ängstlich bin. Ja, das war PG Music TV, ein Spot aus dem Laborstudio. Ich stelle mich jetzt wieder gerade hinstellen. Gutes Gelingen. Ja, passt auf euch auf. Vielen Dank. Bis denn dann.